So, und weiter geht's bei Let's Play F1 2012 mit dem Rennen in Texas. Wir starten ja von der Pole, die vierte Pole Position in dieser Saison. Ja, das vorletzte Rennen also. Aber allerdings erst 38 Führungsrunden. Ja, und hier also jetzt das Rennen in Texas. Ist ein anspruchsvoller... Okay, also es ist ein anspruchsvoller Kurs und Ziel. Wer der Erste? Ja, Sauber sagt einfach, komm, wer der Erste? Komm, komm. Warum denn nicht? Ja, wird verdammt schwer, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runden das sind. Ich hoffe mal nicht zu viele Runden. Hier sind wir. Wo ist unser Teamkollege? Das letzte Rennen lief fantastisch. Okay, 14 Runden. Ja, wäre nicht schlecht. Vettel gleich hinter uns. Start. Wow, 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 wow. Es gibt eine Strafe, gell? Es gibt eine Strafe. Nee, gibt keine Strafe. Gibt keine Strafe. Wow. Den Start ja schon mal richtig versemmelt. Wer war denn das? Das war Button, oder? Ansonsten, nein, es war Hamilton. Dann war es Hamilton. Und Hamilton ist, ja. Okay. Vorletzter. Wer war da noch? Webber, können wir uns das nochmal anschauen? Ne, können wir nicht mehr. Schade. Okay. Gleich mal Webber und Hamilton rausgeschmissen in der ersten Kurve. Die Reste. Unser alter Teamkollege. Bleibt vorne. So, jetzt müssen wir uns halt wieder vorkämpfen. Vettel. Ja, ich darf nicht so aggressiv fahren, weil meine Reifen sind schon... Die müssen noch ein paar Runden durchhalten. Weil der Boxenstopp ist jetzt in der sechsten Runde. Boah, jetzt gewinnt Vettel mal richtig am Boden. Stoß, Stange an Stoß. Stoß, Stange an Stoß, Stange. Und der Vettel geht schon ganz weit weg von mir. Boah, das war knapp. Da hat es mich jetzt fast gerissen. Mein Reifen ist schon richtig kaputt, hey. Boah, mich juckt's, mich juckt's. Meine Reifen sind richtig kaputt, hey. Darf nicht zu aggressiv fahren. Muss jetzt erstmal ein bisschen umstellen. Sollen wir auf Standard mal bleiben? Ja, gehen wir mal auf Fett. Du bist genau hinter Kamui.
Letztes Rennen habe ich ihn ja, glaube ich, abgeschossen. Oder war es vorletztes Rennen? Irgendein Rennen bin ich der Erste geworden und habe ihn abgeschossen. Haha. So, bin jetzt noch Vierter, bin jetzt schon wieder Vierter. Aber komme ich hier sehr weit raus. Meine Reifen sind natürlich wieder nicht mehr die besten. Und erst nach zwei Runden. Das war wirklich wegen der ersten Runde, weil ich da so aggressiv gefahren bin. Vor allem in der ersten Kurve. Wow, okay. Ich wollte jetzt wirklich geradeaus fahren. Ey, Kobayashi. Pass auf. DRS. Und kriegt er DRS? Ich glaube schon. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass DRS auch noch aktiviert ist. Und Schumacher ist vor uns. Schumacher ist vor uns. Das ist sein vorletztes Rennen. Boah, da dreht's mich immer. An der Stelle, da dreht's mich irgendwie immer. Oder fast. Ich hat's jetzt nicht gedreht, mich hat's fast gedreht. Boah, da komme ich schon wieder so weit raus. Das kostet dann immer so viel Zeit. In 2,6 Sekunden hinter Schumacher. Ich schau mal, ob ich aufhole oder eher Zeit verliere. 2,63. Vom Abstand her bleibt es eigentlich ziemlich gleich. Ich glaube, ein bisschen was habe ich, glaube ich, gewonnen. Schau mal, wie es jetzt dann aussieht. Beim nächsten Messpunkt. ...2,8, der ist klar, weil ich jetzt so einen Mist gebaut habe. Abkürzen, Verwarnung, ja sicher. Wie groß ist jetzt der Abstand? Vorher war 2,6, danach 2,8 und jetzt 2,9. Okay, der Abstand wird eher größer. Fuck. Das habt ihr nicht gesehen. Ich brauche dringend neue Reifen.
Kobayashi. Kam wieder so weit raus. Wie groß ist jetzt der Abstand auf Schumacher? Er wird immer größer. Und nur noch 0,7 auf Kobayashi. Und jetzt vorsichtig, da dreht es mich immer. Eher langsamer mit meinen Reifen. Das kostet zwar jetzt dann noch mehr Zeit, aber lieber Vierter als Letzter. So, jetzt noch eine Runde überstehen und dann die Boxeneinfahrt überhaupt treffen. Gas geben! Gas geben! Gleich vorne. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Boah, bin vorne geblieben. Fahre ich mal auf Standard. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Aber doch nicht wegen mir, oder? Ich habe nichts gespürt. Du liegst ganz knapp vor Vettel. Also wegen mir war das jetzt nicht. Ja, toll. Okay. Vettel fährt weit raus. Ja, ich weiß. Das ist auch noch so ewig lang, diese Strecke. Kommt immer näher, er kommt immer näher. Alonso liegt auf Platz 1. Aber er... dürfte es nicht schaffen. So, jetzt wird es aber dann richtig, wirklich Zeit, in die Box zu fahren. Nein. Boah, geschafft. Sind natürlich jetzt alle in der Box. Komm, schneller. Gleich vor Vettel. Müsste ich eigentlich. So, jetzt mein Headset nochmal richten. So. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Ja, bin vor Vettel geblieben. Das zählt jetzt erstmal. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Sting die Lücke zu schließen. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt. Jetzt erstmal die Reifen schön ruinieren wieder. Wow, uhuhum. Okay. Reifen sind jetzt auf Temperatur, dann kann man jetzt wieder fahren. Ich hoffe, der kriegt jetzt nicht DRS. Natürlich kriegt er DRS. Natürlich kriegt er DRS. Wobei, bin ich mir gar nicht so sicher. Sekunden. Also der Abstand ist schon groß jetzt auf Wern. Auf den Toro Rosso.
Es fahren jetzt richtig viele in die Box. Auch mein Teamkollege. Ja, jetzt vor uns sitzen, dann haben wir durch den Boxenstopp nichts verloren. Das ist sogar gut. Vorher waren wir Vierter und jetzt sind wir auch wieder Vierter. Podiumsplatz wäre natürlich schon genial. Wow. Ja, hier vergesse ich immer, dass hier eine Linkskurve kommt, statt eine Rechtskurve. Ja, jetzt muss ich mich natürlich wieder beeilen, weil Kobayashi hat wahrscheinlich DS. Was sagt der Abstand zu Schumacher? 4,6. Ja, und Schumacher haben wir die ganze Zeit auch vorne gehabt, vor uns gehabt. Jetzt also wieder das gleiche Spiel. Wow. Da muss ich aufpassen. So, wie weit ist ein Kobayashi von uns entfernt? Ich denke mal, es ist eine Sekunde. Doch so viel, okay. Aber ich habe jetzt den Vorsprung auf Schumacher deutlich verkürzt. So. Schau mal, wie viel es jetzt sind. Ich sehe ihn ja. Ich denke mal so 2 Sekunden. Doch immer noch 3. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es immer noch so viel ist. Aber jetzt ist es nicht mehr viel, jetzt ist es vielleicht noch 2 Sekunden. Höchstens. Ja. Jetzt habe ich ihn gleich. Gut gemacht, das war die schnellste Rennrunde. Dreckige Reifen, dreckige Reifen. Jetzt sind sie da. Ja, pushen, pushen. Push doch selbst. Siehst du, was dabei rauskommt? Das sind wieder 3, sag ich mal, bisschen mehr wie 3 Sekunden. Wow. Ja, 3. 3,2, 3,1, sowas. Okay, dein Vorteil.
Vordermann scheint sich jetzt doch nur 2,3. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das können wir auch noch gehen. Wenn ich so weitermache, kriege ich ihn auf der langen Geraden. Wow. Ja, da ist dann immer mein Fehler. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Irgendwie schaffe ich dann diese dritte Kurve nicht mehr. Jetzt muss ich mich wieder ranarbeiten. Also viele Runden sind es halt leider nicht mehr. Ich denke jetzt auch wieder so 2 Sekunden müssten sein, 2,3. Ja, ungefähr, 2,4 sind es. Boah, okay. Da hat mich jetzt schon fast wieder weggedreht. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kerl noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. Ja, und es geht nur, wenn ich jetzt wieder diese Kurve schaffe. Die schaffe ich ja ohne Probleme, wollte ich jetzt schon fast sagen. Okay, da liegt mein Zeug noch. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Schade, keine Sekunde. Jetzt muss es aber eine Sekunde sein. Hoffe ich mal. Tja! Ein Reifenschaden. Ja, dann brauche ich auch gar nicht mehr pushen. Er ist auch auf jeden Fall wesentlich langsamer. Und er verbremst sich auch. Schauen wir mal, ob das stimmt, weil man muss jetzt dann in die Box fahren. Nee. Okay. Falsche Info, aber er ist auf jeden Fall wesentlich langsamer jetzt. Puh, Schumacher, pass auf. Alonso, 5,8 Sekunden, das schaffen wir natürlich nicht mehr, das ist klar. Also so nach Reifenschaden sieht es zwar nicht aus, guter Mann.
Da liegt ein Auto. Da liegt ein Auto. Das ist Button. Das war Button, oder? Button ist im Kiesbett. Wir sind Zweiter. Genial. Button ist im Kiesbett. Fuck. Alonso liegt in Führung. Genial, wir sind Zweiter. Button ist im Kiesbett. Schumacher folgt dir direkt im Windschatten. Soll er doch. Soll er doch. Es ist natürlich ärgerlich, das ist aber uns auch schon so oft passiert in den letzten Runden, letzten ein, zwei Runden, dann einfach irgendwo in der Wand stecken. Das ist uns schon richtig oft passiert in dieser Saison. Und jetzt passiert es mal Button. Schlechter Tag für Mercedes, McLaren Mercedes, denn wir haben ja Hamilton schon abgeschossen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn wirklich abgeschossen haben, aber auf jeden Fall war er dann auf vorletzter. Ich wollte schon letzter sagen, aber Webber war ja dann letzter. Und Schumacher kann kein DS verwenden. Ich würde jetzt lachen, wenn das Auto von Button immer noch da wäre. Nee, aber da war's. Ja, wir werden Zweiter, sind zwar nicht Erster geworden, aber nach diesem katastrophalen Start, weil wir dann ja nach der ersten Kurve schon Zehnter waren, ist der zweite Platz eigentlich richtig genial. Aber wir haben ihn noch nicht sicher. Müssen noch ein bisschen fahren. Fahren wir jetzt wieder meine Lieblingsstelle, wo es mich immer gedreht hat. Das schaffen wir jetzt aber auch einigermaßen. Die Stelle kann ich ja. Mittlerweile. Und jetzt noch zwei Kurven. Die ist jetzt auch wieder gut gelungen. Und jetzt noch eine und dann sind wir. Haben wir gewonnen. Zweiter Platz ist recht zufrieden, obwohl halt, ja natürlich, wer der Erste verfehlt, ist klar. Kobayashi wird Fünfter und jetzt würde es mich mal interessieren, was Button geworden ist. Button. Hamilton ist 13. geworden. Und Button 23. ist ausgeschieden. Okay, Wertung, wir sind jetzt 9. Das ist richtig genial. Hamilton ist immer noch Erster, aber 23 Punkte vor Alonso nur. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killer Fatih.